Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder ein Werbung versus Realität Video für euch. Davon habe ich euch ja schon einige abgedreht. Ihr freut euch da immer und fragt mich, ob ich das weitermachen kann. Mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Es hat sich auch ein bisschen was angesammelt. Ich werde euch die Sachen zeigen, wie sie in der Werbung quasi angepriesen werden, beziehungsweise wie sie hier angekommen sind und wie sie in echt ausschauen. Ich kann euch schon mal verraten, dass ich von einigen Teilen sehr enttäuscht war, als sie hier angekommen sind. Vom Material, von der Farbe, wie sie aussehen und ja, macht euch da jetzt selber mal ein Bild am besten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Starten wir mit einem Body von Shein, 16,46 Euro kostet der. Der ist mir leider viel zu eng oben rum. Der hat im Internet wirklich sehr, sehr edel ausgesehen, hat mir total gut gefallen, habe ich mir super gut vorstellen können. Die Verarbeitung ist wirklich top, da kann man überhaupt nicht motzen, für den Preis kann man nicht mehr erwarten, wie ich finde. Da bin ich begeistert, da bin ich zufrieden, nur von der Größe her passt es nicht und im Internet ist es so abgebildet, dass die Frau einfach nur einen BH trägt und es ist definitiv viel zu durchsichtig, also da muss man einen Top drunter tragen, dann wird es natürlich noch enger und das kann ich leider überhaupt nicht tragen, das wird an meine Schwester gehen. Dann zeige ich euch jetzt einen Parker, 38,12 Euro kostet der. Der angekommen ist, war ich ein bisschen enttäuscht, weil der mir viel zu groß ist. Ich fand ihn von der Verarbeitung her total schön. Hier hat er so Kunstpelz, also keine Sorge, da ist nichts echt. Habe ich auch schon in meinen Vlogs getragen. Ich werde den jetzt zum Gassi gehen tragen, beziehungsweise wenn ich so Oversize-Pullis anhabe, dann ist der wirklich gut. Also dann sind meine anderen Jacken, die natürlich enger geschnitten sind, viel zu eng und überhaupt nicht bequem. Ich fand die Patches, die drauf sind, ein bisschen übertrieben. Das hat mir dann doch nicht so gut gefallen. Das ist dann doch vielleicht eher was für die jüngere Generation. Aber wie gesagt, zum Gassi gehen mit der Bella ist es vollkommen in Ordnung, hält schön warm. Für den Preis kann man definitiv auch bei diesem Produkt hier nicht motzen. Dann machen wir weiter mit einem Kleidchen und zwar sieht es so aus, das geht an meine Schwester. Finde ich total süß gemacht, hier an den Schultern ist es so transparent, hier hat man so kleine Blümchen drauf, gefällt mir total gut. Für meine Schwester passend, die ist natürlich jünger als ich. Hier ist nämlich noch so eine Kapuze dabei, das wird mir jetzt überhaupt nicht gefallen, aber der Steffi steht es mit Sicherheit. 14 Euro, wie gesagt, kostet das Schätzchen. Auch hier wieder von der Verarbeitung kann ich überhaupt nicht motzen. Vom Stoff her für 14 Euro, da kann man wirklich nichts sagen. Dann habe ich hier noch dieses Top bestellt und zwar sieht es so aus. Das finde ich halt immer schön, wenn man Oversize-Pullis anhat mit einem V-Ausschnitt, dass man dann hier so die Spitze sieht. Allerdings war ich von der Farbe her enttäuscht, weil das eher so ein Flieder ist. Im Internet war das viel heller abgebildet und auch hier habe ich wieder die falsche Größe bestellt. Also diesmal habe ich echt voll ins Klo gegriffen, was die Größen betrifft. Unglaublich, es ist mir um einiges zu groß. Ich habe mir dann hier oben das so ein bisschen verstellt, dann ging es. Und außerdem trägt man es ja nur unten drunter. Das geht dann schon. Knapp 7 Euro hat es gekostet. Und ja, ich hätte es einfach eine Nummer kleiner gebraucht. Dann durfte eine Jogginghose noch mit. Die sieht so aus. Da war ich leider auch wieder vom Stoff relativ enttäuscht. Aber gut, die kostet knapp 14 Euro. Da kann man natürlich auch nicht viel erwarten. Für jeden Tag ist das ganz in Ordnung. Hier mit diesen Taschen, die Verarbeitung ist auch wieder für den Preis total okay. Hier hinten habt ihr nochmal eine Tasche, wenn ich putze und so weiter. Da kann man natürlich damit nichts falsch machen. Ich hatte es euch ja gezeigt im Outlet, Shopping Center, wie auch immer sich das schimpft, hatte ich mir ja eine Ralph Lauren Jogginghose für 70 Euro mitgenommen. Die ist natürlich kuschelig weich, die ist total angenehm, die ist so richtig schön und ja, das ist natürlich kein Vergleich zu dieser Hose, aber vom Preis her ist es natürlich auch kein Vergleich. Unglaublich, Leute, draußen ist es stockdunkel, wir haben es 4 Uhr. Es ist unfassbar, also sorry für die Lichtverhältnisse, aber ich kann es leider nicht ändern. Jetzt kommen wir endlich mal zu einem Schätzchen. Total schön, richtig toll, vom Stoff her, von der Verarbeitung, wie es mir steht. Ich bin total begeistert, super zufrieden hier mit diesen Details, mit diesen Knöpfen hier in Gold. Also total schön, ihr wisst, ich mag es, wenn die Sachen etwas enger anliegen, da stehe ich drauf, wobei ich auch Oversize-Pullis liebe. Gerade kam die Bestellung von Stradivarius, oh mein Gott, ich habe mir 4 Pullis bestellt, die sind so. So, egal. Jedenfalls finde ich dieses Schätzchen hier wunderbar.
Hier mit diesem Kragen, das kostet 16,46 Euro. Ich habe da meinen Laptop, weil ich mir da nochmal das Bild anschaue, damit ich euch keinen Quatsch erzähle. Das ist wirklich ein Schätzchen, das kann ich euch empfehlen. Alle Produkte verlinke ich euch übrigens unten in der Infobox. Da könnt ihr einfach nur draufklicken und dann kommt ihr zum jeweiligen Produkt. Nein, ich werde nicht am Verkauf beteiligt, nur damit ihr es dann schneller findet. Also das ist auf jeden Fall ein wahres Schätzchen und ich bin total begeistert für den Preis. Da kann man definitiv nichts falsch machen. So, dann habe ich noch ein Schätzchen für morgens, damit, wenn der Postbote klingelt, nicht ganz so schockiert ist, wenn er mich sieht. Und zwar für zu Hause einfach so ein Oberteil, das ist ganz, ganz dünn, passend zu der Jogginghose, wenn ich im Haus rumwusel und so weiter, ihr wisst Bescheid. Von der Verarbeitung hier, da kann man auch wieder nichts sagen, für 12 Euro. Es ist zwar relativ kurz geschnitten, aber das macht nichts, weil die Jogginghose relativ weit hoch geht. Hier mit diesem wunderschönen Zeichen, mit der Hand und dem Herz, gefällt mir total gut. Und auch bei diesem Schätzchen hier könnt ihr definitiv nichts falsch machen für den Preis. Dann habe ich noch ein Schätzchen für zu Hause. Ihr merkt schon, ich habe voll den Chiller-Modus irgendwie im Moment. Und zwar habe ich diese Jogginghose hier in Grau. Ein ganz, ganz weicher Stoff, super angenehm. Und dazu passend dieses Oberteil hier. Also man könnte das schon fast als Schlafanzug wahrscheinlich nehmen oder eben abends, wenn man gemütlich einen Film schaut, auf dem Sofa. Hier mit diesem wunderschönen Detail. 20 Euro. Leute, das könnte ich sogar gleichsetzen mit H&M und bei H&M wäre es definitiv teurer. Da ist das Material wirklich ganz, ganz toll, ganz weich, ganz im Gegensatz zu der Jogginghose, die jetzt nicht verkehrt war, aber das ist halt richtig schön kuschelig. Wie gesagt, hier dieses Detail vorne und hier an den Taschen habt ihr auch nochmal dieses Detail. Und da freue ich mich wirklich drauf, das wird gewaschen und dann wird es wahrscheinlich dann schon morgen angezogen, wenn es schön frisch ist und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Da könnt ihr also definitiv auch nichts falsch machen. So, jetzt habe ich auch mal was Schickeres. Allerdings sieht es auf dem Bild ganz anders aus. Also auf dem Bild sieht es wirklich sehr edel aus, sehr schick. Knapp 17 Euro kostet diese Bluse. Aber so in echt, finde ich, sieht sie jetzt irgendwie ganz anders aus. Sehr, sehr billig und ja, gefällt mir leider gar nicht. Vom Stoff her geht's. Aber ich weiß auch nicht, ob das so ein Schwitzi-Stoff ist. Also die könnte ich euch jetzt leider nicht wirklich empfehlen, obwohl sie auf dem Bild wirklich sehr, sehr schön ausgesehen hat. Ja, und jetzt haben wir noch das letzte Teilchen von Shein im Chiller-Modus und zwar dieses hier. Kann ich jetzt nichts weiter dazu sagen, ne? Wenn ich morgens mit Bella gehe, einfach total gechillt, hier die Hände reinstecke. Ne? Hier, das mag ich ja sowieso immer super gerne. I'm cold steht hier. Und das Ganze kostet 14,73 Euro. Da könnt ihr definitiv auch nichts falsch machen. Es ist halt nicht allzu dick, es ist schon ein dünner Stoff, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber auch hier wieder von der Verarbeitung und so weiter, da kann man auch nichts falsch machen für den Preis. Machen wir weiter mit einem Pulli von Romwe. Der kostet knapp 18 Euro und der ist off-shoulder. Ich liebe es, Pullis oder andere Oberteile zu tragen, die eben schulterfrei sind, aber der kam an und da habe ich schon gewusst, vom Stoff her gefällt er mir überhaupt nicht. Das hat so einen richtigen billigen Touch, also ja, das gefällt mir leider überhaupt nicht. Dann habe ich jetzt hier nochmal ein Hoodie mit einer Jogginghose. Allerdings ist das für meine Schwester. Das kostet 22,52 Euro. Gefällt mir von der Farbe her überhaupt nicht. Das sah im Internet ganz anders aus. Also viel heller, viel schöner, viel dezenter. Und das ist so ein ganz komisches Gelb. Gefällt mir leider nicht. Aber gut, es war auch nicht für mich geplant. Das ist für meine Schwester. Und ich hoffe, dass es ihr gefällt. Und jetzt kommen wir noch zu einem richtig süßen Teilchen, knapp 14 Euro und zwar ein Pyjama. So sieht das Ganze aus, richtig süß mit dieser Katze hier vorne drauf und dieser kurzen Hose mit den Punkten. Auch das hier wird an meine Schwester gehen. Ich hoffe, sie freut sich und das kann ich euch wirklich empfehlen. Also da könnt ihr definitiv nichts falsch machen, sieht total süß aus und ist auf jeden Fall das Geld wert. So, wir sind gleich durch. Jetzt kommen wir zu einem richtig krassen Schätzchen und zwar kostet es knapp 10 Euro. Unglaublich. Es ist eigentlich ein Kleid. So sieht das Ganze aus. Aber ich habe mir das so vorgestellt, nachdem das hier richtig heftig ist, ne? Also so kann ich nirgends rumrennen, dass ich mir hier oben drauf einen Oversize-Pulli anziehe mit einem V-Ausschnitt, einen eleganten. Und dann sieht man unten quasi einen Rock, einen schwarzen und oben Spitze. Also für knapp 10 Euro kann man da definitiv nichts falsch machen. Es ist mir auch ein ganzes Stück zu lang, aber das werde ich dann zum Schneider bringen und kürzen lassen. Da habe ich ja immer so ein Problem damit, ne, weil ich ja relativ klein bin. Aber gut, da kann man natürlich sich beim Schneider oder bei der Schneiderin helfen lassen. Dann kommen wir noch zu diesem schönen T-Shirt hier.
Das finde ich wirklich richtig schön. Das ist richtig cool. Schaut es euch mal an. Das wird an meine Schwester gehen. Knapp 5 Euro kostet es. Da kann man wirklich definitiv nichts falsch machen. Richtig geil. Hier mit diesen Bändeln, die man dann hochziehen kann oder eben unten lassen kann, wenn man sich was drunter anzieht. Richtig genial von der Verarbeitung. Leute, 5 Euro, da kann man echt nichts falsch machen. Dann habe ich jetzt hier dieses Schätzchen. Da habe ich mir schon gedacht, dass mir das gefallen wird. Und tatsächlich gefällt es mir vom Stoff her total gut auf dem Bild. Haargenau sieht es aus. Von der Verarbeitung her, vom Stoff her wirklich top. Da kann man wirklich gar nichts sagen. Ganz, ganz angenehm, ganz, ganz weich. Schaut mal, so sieht es von innen aus. Richtig schön gemacht. Und dann halt auch ganz speziell hier, ne, mit diesen Rosen drauf. Gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir noch zu einem Schätzchen. Das war auch sehr, sehr günstig. Hier steht einfach nur Smile drauf. Ein T-Shirt. Könnt ihr auch nichts falsch machen für den Preis. Also kann ich euch empfehlen. Da kann ich nicht motzen. Das ist auch elastisch. Also wenn ihr sagt, boah, ich brauche nichts Enges, ich möchte nichts Einengendes, dann ist sowas natürlich auch ideal. Dann habe ich jetzt hier noch diesen Pulli. Da war ich auch relativ enttäuscht. Der kostet, meine ich, 17 Euro. Ja, den habe ich aber auch für meine Schwester bestellt. Den wollte sie haben. Hier unten mit diesem Bändel. Da kann man sich hier dann so eine Schleife machen. Ist halt ein Hingucker. Sie wollte den haben und deshalb habe ich ihn ihr bestellt. Und dann habe ich jetzt noch ein Schätzchen. Das habe ich tatsächlich auch schon getragen in meinen Videos. Da haben mich auch ganz viele danach gefragt. 15 Euro hat es gekostet. Auch hier wieder. Das gefällt mir sehr, sehr gut vom Stoff her, von der Verarbeitung, wie es anliegt, weil es eben etwas eng anliegender ist mit diesem V-Ausschnitt. Das mag ich eben sehr, sehr gerne für 15 Euro. Auch hier kann man wieder nichts falsch machen. Das habe ich schon gewaschen, da ist gar nichts passiert. Und das war es jetzt soweit. Also es war ja wieder eine ganze, ganze Menge. Vielleicht war eine kleine Inspiration für euch dabei. Wie gesagt, das meiste wird jetzt an meine Schwester gehen. Die freut sich immer, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Dann geht es natürlich an meine Schwester. Die studiert ja noch, die ist in London, zieht ganz viel um. Und dann ist sie froh, wenn sie eben solche Kleidung bekommt, die dann, wenn sie vielleicht beim Waschen kaputt geht oder wenn sie sie mal liegen lässt, ne, und wieder umzieht, dann ist es nicht ganz so tragisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Ich würde mich jetzt riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bei mir ist schon Abend. Leider. Um 16:30. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!